die letztes Jahr in den Nachrichten sehr oft zu sehen war, nämlich die Innbrücke von Simbach in Niederbayern. Servus und grüß Gott zwischen Spessart und Karwendel. Wir alle haben noch die Bilder im Kopf, als letztes Jahr hier über Wochen Hunderte von Flüchtlingen auf der Brücke gewartet haben, auf ihre Einreise nach Deutschland. Zwischenzeitlich musste die ganze Brücke sogar mal für den Verkehr gesperrt werden. Da haben dann auch die Einheimischen schnell gemerkt, wie selbstverständlich für sie doch diese Lebensader ist zwischen Simbach und Braunau in Oberösterreich. Aber dass hier überhaupt eine Brücke steht, ist gar nicht so selbstverständlich, wie der Film von unserem Autor Paul Enghofer zeigt. Schnell ist man drüben in Braunau in Österreich und auch gleich wieder herüben in Bayern, in Simbach, mitten in Europa am Inn, dank der praktischen Brücke, die früher einmal repräsentativ aussah. Am bayerischen Brückenkopf protzte ein mächtiges Tor. Auf österreichischer Seite prangte blechern der Doppeladler. Anstelle des bayerischen Portals grüßt heute der römische Inngott Enus. Trotz gemeinsamer Geschichte, Kaiser Franz Josef gehört den Österreichern. 1903 besuchte der Braunau. Dass solche Aufnahmen erhalten sind, verdanken wir Mitgliedern von Film- und Videoclubs in Simbach und Braunau, die über die Grenzen hinweg zusammenarbeiteten und historisches Filmmaterial auch sammelten. Vor allem aber wurde selber produziert, etwa ein Film über den charmanten Braunauer Wochenmarkt. Und als sich der Inn im Winter 84-85 mit Eis bedeckte, was selten vorkommt, wurde das natürlich auch dokumentiert. Zwei Hobbyfilmpioniere der beiden Innenstädte, die früher bei gegenseitigen Besuchen mitgebrachte Kameras und Projektoren an der Grenze anmelden mussten, Reinhard Scholz aus Simbach und der Braunauer Fritz Lassau, treffen sich bis heute. Sie waren froh, als die Formalitäten an der Grenze aufhörten. 1987 war ja dieses Brückenfest, wo die größte oder die längste Brot und die längste Wurst fürs Buch der Rekorde hat, aber in dem Sinn, wenn ich mich recht erinnere, nicht funktioniert, weil die Wurst nicht zusammenhängend war. Jetzt ist nicht anerkannt worden, aber es war damals ein ganz ein komisches Gefühl. Man konnte über die Brücke gehen und es war kein Zöllner da und keine Kontrolle da. Es war 87. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Alle vom Verein haben gefilmt, auch sich gegenseitig. Aber das Hauptmotiv war vor allem die Wurst auf dem langen Tisch, auf der offenen Brücke und natürlich das Böllern. Wir haben rüber und rüber gehen können und wir haben alle miteinander gefeiert, das war so super. Und bei U-Beitritt war es das Gleiche, gell? Da war dann alles offen. Das war der Höhepunkt. An Silvester 94 auf 95 war es soweit. Auf beiden Seiten der Brücke wurde der EU-Beitritt Österreichs gefeiert und die Bürgermeister beider Städte tanzten über den Braunauer Marktplatz. Die Grenzhäusler an der Brücke blieben noch stehen bis 1997. Und da war auch ein schwarzer Mann dabei. Und vor dem schwarzen Mann hatte ich natürlich unheimlich Schiss. Ich habe mich hinter dem Rockzipfel meiner Mutter versteckt. Und habe also der schwarze Mann wollte mir eigentlich nur Süßigkeiten geben, eine Tafel Schokolade. Und als Kind, wenn ich das jetzt zurückverfolge, was ich also an Essen hatte, wir hatten Kartoffelschalen als Kartoffelsuppe gemacht. Also, und die Leute, die jetzt zu uns kommen, wir haben es ja hier. Es ist ja nicht so, wie es damals im Zweiten Weltkrieg war. Da könnte man schon was hergeben, hat Norbert Riedl noch gesagt. Die alte Innbrücke wurde am 1. Mai 1945, wenige Tage vor Kriegsende, gesprengt. Florian Kotanko, Obmann des Vereins für Zeitgeschichte, hat sich intensiv mit dem Kriegsende vor Ort beschäftigt und präsentiert lokale Geschichte nicht nur im Museum der Herzogsburg in Braunau, sondern macht sie auch im Internet zugänglich auf braunauhistory.at. Die Brückensprengung war eine Wahnsinnstat. Einen Tag später waren die Amerikaner da mit eigenen Schwimmbrücken. Ja, verantwortlich dafür war der Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Eichhuber. Der wollte einfach nicht, dass einerseits über die Brücke, über die im 38er Adolf Hitler nach Österreich gezogen ist, von den Amerikanern verwendet wird. Und das Zweite ist, er war verblendet, total und wollte Widerstand bis zum Äußersten leisten. Das war eine rein ideologische
Maßnahme, die aber keineswegs irgendwelche militärischen Auswirkungen gehabt hat. Die Amerikaner sind Gott sei Dank trotzdem gekommen. Fanatismus und Verblendung sind keine Grundlage für verantwortliches Handeln. Eigentlich weiß man das. Es haben in Braunau die Nationalsozialisten die Brücke sprengen lassen. Es gibt jetzt wieder Nationalisten in extremer Form Neonazis, die wieder Brücken sprengen wollen, Mauern aufbauen, die globalen Tendenzen durch Abschottung bekämpfen. Das wird nicht funktionieren. Brücken verbinden. Solange sie stehen. Damals hat man das einfach zerstört. Man hat auch dann die Situation geschaffen, dass beide Städte wieder getrennt sind. Andererseits positiv gesehen, dass beide wieder zusammen wollten und eben wieder was Neues gebaut haben. Weil wenn mehrere Leute zusammenkommen können, dann entsteht was Großes. Also wenn ich jetzt eine Figur mache, dann brauche ich einen Former, der Gipsformen macht, dann brauche ich einen Bronzegießer und so weiter und so weiter. Und wenn man das jetzt dann auf Politik überträgt, dann glaube ich, es ist halt immer nur möglich, wenn viele Leute zusammenhelfen und zusammen was machen. Also da ist man immer stärker, als wenn man allein daheim wurschtelt und immer selber glaubt, man ist selber der Beste und der Wichtigste vor allem. Und das sind Bilder, die man eigentlich nicht vergessen sollte, was damals passiert ist.